Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Lach. Mein Schatz, so sagt meine Mama manchmal zu mir, und es ist ein schönes und wertschätzendes Wort. Auch unser Glaube ist ein Schatz, von dem Paulus sagt, diesen Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen. Wie schnell kann der Glaube zerbrechen? Ein Schicksalsschlag, eine Krankheit, ein Todesfall. Was alles sind Dinge, die Menschen so plötzlich, die fest geglaubt haben, so aus der Bahn werfen, dass sie ihren Glauben verlieren. Jesus umfängt uns wie ein teures Gefäß, wie eine teure Vase, wie etwas, was wirklich zerbrechlich ist. Und er will uns davor behüten, dass das, was er uns ins Herz gelegt hat, zerbricht. Doch wir müssen auch selber immer wieder investieren, dass dieser Glaube, von dem wir doch manchmal überzeugt sind, dass er so unzerbrechlich ist, nicht zerstört werden sollte durch Schicksalsschläge, die uns diese Welt manchmal bringt. So schlimm auch manches sein kann, was wir zu ertragen haben, Jesus will uns behüten in diesem Glauben an ihn, an seine lebendig machende Gegenwart. Und er möchte uns die Kraft geben, dass dieser Glaube auch hinüberreicht von dieser Welt in die Welt seiner lebendigen Gegenwart. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, so viele Dinge sind in dieser Welt und Zeit, die bedrohen, das Gefäß, den Schatz unseres Glaubens zu zerbrechen. Du jedoch bist die Hand, in die wir fallen dürfen und die uns davor bewahrt, dass das, was wir im Herzen tragen, zerbricht. Gib uns die Kraft, darauf zu vertrauen, dass deine Hand da ist, dass sie uns im Fallen hält und dass sie uns vor dem Zerbrechen bewahren will. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.